80, ne? Guck knapp davor. Ich bin jetzt so 78. Geboren bin ich. Na, sag mal, wie alt bist du? 57. 57. Ja. Das war eigentlich kein Schwein. Da habe ich mich ja ganz gut gehalten. Hallo, herzlich willkommen bei Jan Classic. Mein Name ist Michael Kappenstein und hier habe ich einmal heute als Gast den Uwe. Und den Markus. Und den Markus. Und zwei Granaten. Das habt ihr noch nicht gesehen. Weil da aber so viel zu erzählen gibt, machen wir heute zwei Videos. Ja, Uwe, du hast uns was mitgebracht oder wir haben was bei dir geholt. Ja. Das hat schon in der Zeit, die zwei, drei Tage, wo der hier steht, schon manche sprachlos gestimmt. Selbst der Markus, der ja nicht schnell sprachlos ist, der war also wahnsinnig begeistert über die Arbeit im Detail. Aber erzähl uns doch mal selber, was hast du uns hier mitgebracht? Das ist ein Chevrolet Deluxe, Baujahr 1951. Zweitürer, sieht man ja. Ja. Wurde so umgebaut von Anfang 70er Jahre bis Ende 70er Jahre. Wie sind die gebaut worden? Die Serie ist so, ich glaube, von 49 bis 52, oder 48 bis 52. Bis, und wir haben ja bis da... 51, so wie er ist, ja, mit der geteilten Scheibe vorne. Ja. Ab 51 war es eine durchgehende, ja, Scheibe. Später wurde daraus der 210. Der 210 und dann kam der hier, der Tutaner. Ja, genau, ja, der Tutaner. Also quasi haben wir jetzt den hier stehen und dazwischen fehlt uns einer und dann kam der hier schon. Ja, ja? Witzig, das ist die gleiche Baureihe. Das ist die gleiche Baureihe. Ja. Aber ich wollte nicht unterbrechen, erzähl weiter. Wir haben hier also einen 50er. Ein 50er, den habe ich im Internet stehen sehen über Wochen und habe mir gedacht, naja, Farbe, es hat was Besonderes. Hab dann einen Firma beauftragt, die zu dem Besitzer gefahren ist, Termin ausgemacht hat, zum Besitzer gefahren ist und hat mit dem geredet und hat auch gesagt, können wir in Deutschland, der kennt sich aus, können wir in Deutschland über den TÜV bringen. Hat mit dem guten Mann noch ein bisschen gehandelt, dann habe ich ihn gekauft. Und dann hat es halt ein halbes Jahr gedauert, bis er in Deutschland war, weil der gute Agent hat den Titel verloren. Das Auto stand schon in San Francisco im Container drin, sollte verzollt werden und kam wieder raus und stand dann 3,5 Monate in der staubischen Halle. Wow. Und unterm Strich, ja, die lange Wartezeit hat sich finanziell dann ein bisschen gelohnt. Peinlich war es dann schon, trotzdem. Aber das Ding macht, seitdem ich schnapp, macht Spaß. Wie lange hast du denn jetzt? Den angemeldet seit 2019. 2018 habe ich ihn gekauft. Also lief der bis 2018 drüben in den Staaten? In San Francisco? Nein, der lief bis 2017. Anfang 2018 hat er ihn verkauft. Aber kommt aus San Francisco das Auto? In der Nähe Stockton. Okay, das ist 9 Meilen weg von San Francisco. Sag mal, hast du irgendein... Ich meine, du wirst wahrscheinlich nichts haben machen müssen, weil da ist alles gemacht worden. Aber hast du irgendwas noch selber individualisiert an dem Fahrzeug? Ja, wir haben original Fahrwerk eingebaut. Ah, der hat einen Airride vom... Der hat einen Airride drin, genau, gehabt. Die Felgen sprechen und für damit auch die Reifen. Also Lowrider war es. Und damit kannst du in Deutschland auf den Straßen nicht fahren. Oh. Weil das hat keinerlei Federung, ja, drin. Ja, ja, natürlich. Du machst nur Schaden daran. Jetzt muss man mal sagen, den haben wir ja von ihm aus der Garage hier hin. Der ist mal, wie typisch bei uns ist, noch nicht aufbereitet und nichts. Und wir stellen ihn schon vor. Wenn ich mich aber hier hinhocke, Yannick, guck dir das an. Ja? Wir haben es graviert. Und dann hat sich jemand die Arbeit machen müssen. Der hat ja die ganzen Streben rausgenommen, weil im hinteren Bereich ist alles voll Gravur. Ne? Da überleg mal die Arbeit. Wie viele Tage, wie viele Stunden du dafür brauchst.
Ich habe ihn ja jetzt schon glücklicherweise schon einmal gesehen. Das ist ja noch, glaube ich, die kleinste Problematik. Ja, ja klar. Aber wenn du dir den Motorraum anschaust, da ist selbst der Wasserbehälter, der ist komplett graviert. Und ganz krank die Rückleuchten und alles, 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 alles. Und ich denke, da ist der Platz. Ja, ja, aber ich, allein, dass die jemand zerlegt hat dafür, das finde ich wieder. Ja, aber du hast ja gehört, das hat knappes Jahrzehnt gedauert. Ne? Ja. Also Anfang der 70er. Das bedeutet also, ich muss mir jetzt vorstellen, so wie der Wagen hier steht, von der Lackierung her, das ist alles irgendwie Anfang der 80er komplettiert worden und fertiggestellt worden. So wie da ist er nichts jetzt, mehr nachlackiert. So da ist wie er jetzt hier ist, ist er Endeszeit, Ende 70er. Also über 40 also Jahre ist der in 79, sowas war er endgültig so. 45 Jahre. Da würde ich mal sagen, haben die Leute sehr gut gearbeitet, weil wenn du dir die Brillanz in der Lackierung, auch hier von den Pinstripes, ja, wie viel Arbeit also allein in den Pinstripes hier, steckt. Hier drin, das ist alles Blattgold. Also, du kannst nicht mehr machen. Das ist die Spitze des Eisberges. Wenn du jetzt alleine schaust, also ich meine, das ist ja krank, wenn man hier allein diese Wimpern, sage ich immer dazu, wie fein und wie filigran die, wie fein und filigran die einfach graviert sind. Ja, aber es ist ja nicht bei den Wimpern geblieben oder bei der Warnung, sondern er hat ja genauso die auch alle wieder fein gemacht. Das ist ja überall drin. Hier oben, das, guck dir das an. Das ist Wahnsinn. Die Vorstellung, die alles gemacht wurde und dann neu verchromt wurde. Und nicht zu vergessen, dann haben sie ihn sogar ja noch umgebaut auf Raketenantrieb. Ne? Ja. Aber der Kühler, Grill, sag ich mal, ja, das Stück ist mal ausgetauscht worden. Das ist nicht so original, richtig? Das Mittelteil ist eingefüllt von meinem alten Merkur. Ja. Weil das von der Form her hat dem wohl gut gefallen. Sieht ja auch super mehr, aus, ne? Mehr kann ich nicht sagen. So, die Zusatzscheinwerfer sind ja natürlich dazugekommen. Das macht Sinn, ne? Ja. Also das Auto hat über viele Jahre, selbst in den USA, ganz viele Wettbewerbe gewonnen, wo der war. Ja, ja. Da bin ich fest von überzeugt. Zeigst du uns den Motor? Machst du die Haube auch? Soll ich es machen? Ja, mach spannend, weil das ist einfach so sensationell. Ich habe sowas wirklich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Mal unabhängig von der Grafik hinten an der Stirnwand, auch unabhängig von dem gecleanten Motor, weil der hat ja keinerlei Kabel mehr großartig, nur noch die wesentlichen Bestandteile. Aber wenn man sich jetzt diese filigrane Arbeit hier anschaut, an den Hubhörnern alles graviert, hier der... Hatte ich ja vorhin gesagt, der Verschlussdeckel vom Wasserbehälter. Ja, hier, auch die Schlauchstelle, die Muffe. Ne? Das ist doch Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Guck mal, und selbst wenn du den hier oben abnimmst, abnimmst, dann ist der Ventildeckel ist auch noch mal graviert. So, und du darfst nicht vergessen, die haben den Motor auch auseinander gehabt. Der ist nämlich in Wagenfarbe gemacht worden. Und normalerweise hätte der, glaube ich, meines Erachtens nach einen blauen Block gehabt. Ja. Und wenn du dann da reinguckst, guck mal, das ist lackiert und dann da hinten wieder diese Pin-Ups, sag ich da mal. Ist wiederum diese Schrift, ist auch wieder Blattgold und heißt auf Deutsch ja mein Schatz. Ja, das ist auch so. Das muss auch, deswegen, also, wenn man so ein Auto kauft, das ist auch im Endeffekt wie ein Schatz. Ne? Ich glaube, der Mann, der das gemacht hat, das Auto, der hat das Auto mehr geliebt wie seine eigene Frau. Interessant finde ich auch auf dem Luftfilterkasten extra das Chevy-Emblem. Ja. Ja. Also nicht eingraviert, sondern so ähnlich wie die Emily beim Rolls-Royce, ja, genau. Der intern das Chevrolet-Emblem prangern, finde ich schon irgendwie eine geniale Idee. Man merkt auch, da war jemand hinter, der hat wirklich sich Gedanken gemacht, was kann ich machen, wie viel kann ich machen. Ja. Und anscheinend spielte Geld überhaupt keine Rolle. Das zieht sich aber durchs komplette Auto. Ja, ja, natürlich. Nein, das komplette Auto geht es. Wie gesagt, ich hatte ihn mir ja schon angeschaut. Wir wollen ja für die Zuschauer ein bisschen spannend machen. Ja. Dass wir da kommen wir ja auch gleich auf den Raketenantrieb zu sprechen. Ja? Aber wenn man sich das nochmal so auch bildlich anschaut, ne? Hier hast du wieder diese Pinstripes mit dem Blattgold drin und dann diese stundenlange Arbeit, auch hier, das kannst du ja heute mit dem heutigen Stundenlohn gar. Also, erstmal muss einen finden, der überhaupt das noch so kann, der noch so schön arbeiten kann.
Und dann, der die Kohle hat, den zu bezahlen, dass das Auto überhaupt so fertigzustellen. Genau. Das ist ja unvorstellbar. Interessant finde ich ganz einfach, gerade die Amerikaner, das waren ja nicht die Meister der Lackierungen. Die haben ja früher so eine Einschicht-Metallic-Lackierung dahin präsentiert und selbst die mehr schlecht als recht, dass es überhaupt in Amerika jemanden gab, der wirklich diese Lackierung so fein, so exzellent gezaubert hat, auch mit den ganzen Hologrammen und dem Ganzen, weil das ist ja nicht einfach nur ein einfarbiges Dach, sondern man sieht ja hier, sind ja ganz viele Hologramme noch mit drin. Sind auch ganz feine Metal Flakes mit eingearbeitet. So, wer das in Amerika lackiert hat, der muss ja eine Koryphäe gewesen sein. Die Leute, die gibt es ja da normal. Aber guckt dir mal die anderen amerikanischen Autos an, die rüberkommen, ja nur, wie die lackiert sind. Ne? Brauchen wir nur die amerikanischen Autos, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Da ist so gut wie keiner bei, der in dem Zustand ist. Richtig. Ne? Ja, eben auch von der Brillanz. Und wenn du jetzt bedenkst, dass das Ganze über 40 Jahre her ist und der hat in der Zeit nicht geliefert, klar, ist natürlich sowieso ein Auto, was du nur bei aber besonderen hier auch wieder, ne? Den schönen Türgriff, ne? Oder hier die Rückseite von der, und hier, das ist alles. Du musst dir bewusst sein, wenn du so ein Auto kaufst, dass du den mehr putzt als fährst. Die liebst du ja. Ja, wenn du vor allen Dingen guckst du, also so habe ich es gemacht. Ja. Bevor ich zu einem Treffen gefahren bin, habe ich geguckt, regnet es heute? Könnte es regnen? Ja. Ja, du bin oft früh weg, bin aber auch ganz früh wieder heimgefahren, weil ich gedacht habe, Ja, natürlich. Und er ist jetzt einmal im Regen gefahren. Das war auf dem Weg. Das war der Transport am Abschleppwagen, ja. Genau. Das Auto kam, hat es passend angefangen zu regnen. Hast du eine Frau? Natürlich. Echt? Ja, also meistens lassen sich die Hobbys nicht miteinander verbinden. Was glaubst du, wieso wer den Pickup immer gefahren hat? Ach so, okay. Ja. Sie hatte vorher 1932 Ford Model A, ja. Auch mit dem Chevy 350 drin. Ja. Ja, aber der muss doch genauso geputzt werden. Das ist ja auch nicht viel anders. Ja, Scheiben geputzt hat sie, der Rest habe ich gemacht. Ja, dafür kümmere ich mich nicht um die Wäsche. Ja, das ist ja selbstverständlich. Ja. Reicht das schon, wenn du saugst? Nein, alles gut. Markus, dein Raketenantrieb, wie funktioniert der? Ja, der Raketenantrieb, ja. Warum der gerade hier? Nein, Blödsinn, ist natürlich kein Raketenantrieb. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, selbst mir, der eigentlich schon viel Fachwissen hat, passiert unter Umständen mal was. Ich wusste, dass ich die Frage gestellt habe. Ich vorm Berg stehe, sieht total geil aus und ich habe mir sagen lassen, das ist eine absolut funktionsfähige Klimaanlage. Ich bin mir überhaupt gar nicht sicher, wie das funktionieren soll, aber dafür haben wir ja den Uwe da. Weil der Uwe wird mich jetzt eines Besseren belehren und selbst ich höre aufmerksam zu, weil das klingt sehr interessant. Uwe, schieß los. Also das ist Kühlschrankprinzip. Wir haben einen Generator drin, Luftgroßer Einlass, kleiner Auslass, also wird komprimiert, wird runtergekühlt und mit dem Fahrtwind dann ins Auto getrieben. Und kannst du verschiedene Klappestellungen, das kann man jetzt leider hier nicht sehen, ja, kann man das regeln, ob es nur direkt nach dem Fenster oder ob es komplett durchbläst. Was nicht zu empfehlen ist, also dann kannst du nächstes Auto Kopf nicht mehr drehen, weil das macht wahnsinnig kaltes Ding. Deshalb ist das auch auf der Beifahrerseite montiert, damit man als Fahrer ein bisschen weniger dadurch. Ja, es ist halt auch auf Dauer, wenn man lange mitfährt, große Strecken oder so. Ich finde, es ist nicht gut für die Türen, weil es wiegt ein bisschen was und ja, bei unseren Straßenverhältnissen ja. Ist das nicht so angenehm. Ja. Außerdem, wenn du lange Strecken zum Treffen fährst, das Ding erhöht dann unheimlich den Spritverbrauch. Ah ja, ich glaube, wenn man aber so ein Auto fährt, sollte man am wenigsten über den Spritverbrauch oder über sonstige Sachen nachdenken. Ja, klar. Weil dann ist es nicht das passende Auto. Ja. Und so viel trinkt er doch gar nicht. Nein. 15 Liter auf 50 Kilometer oder so. Der Uwe hat gerade eben die Heckklappe aufgemacht. Ich bin. Ja. Boah. Hier erst nochmal zu vorne. Genau. Deswegen mein Schatz steht da vorne drin, mi Tesoro, weil die Piratin auf der Schatzkiste sitzt. Jetzt hätten wir eigentlich eine Frage für unsere Zuschauer.
Da fällt mir eine Frage ein. Die ist ja sehr einfach zu beantworten. Also ist mal, wir müssen ja ab und zu auch mal was Leichtes anbieten. Dieser ganze Kit mit dem Reserverad hier separat und dieser verlängerten Stoßstange, das ist ja nicht original. Das ist ja, das gehört ja, das Modell sieht ja anders aus. Das ist ja ein separates Bauteil. Wie nennt man diesen Kit? Da gibt es einen speziellen Namen für. Und ja, den würde ich gerne wissen. Ich weiß, dass ihr das könnt. Gar keine Frage. Bin ich fest von überzeugt. Ist auch sehr, sehr einfach, weil der Name erinnert an ein anderes Fabrikat. Aber ja, ich würde gerne halt wissen von euch, wie heißt das? So, jetzt kommen wir zur Musik oder wo fangen wir überhaupt an, hör mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Also was ich ja super finde, dass der Wagen, die Batterie zusätzlich geladen werden kann durch die Funktion hier oben. Ne? Andere müssen an die Batterie ran, da ist kann ein Ladegerät angeschlossen werden, um die Batterie zu laden, das ist eine ganze Sache. Auch den hier haben wir nämlich, das ist ein CD-Wechsler, den ja, haben wir stillgelegt, weil wir benutzen auch CDs. Wir können in der Anlage eine CD reinmachen und im Handschuhfach ist ein USB-Anschluss. Und das war schon so, ne? Also, nein, das haben wir so gemacht. Habt ihr so gemacht? Weil der wurde auch komplett neu in Deutschland verkabelt. Oh, weil ganz wichtiger Punkt, ne? Ganz das wichtig. Das ist typisch amerikanisch. In dem ganzen Auto war nicht eine Sicherung verbaut. Und das ging halt mal gar nicht. Ja. A, mit der dicken Anlage und A, B, wenn sonstiges, kann immer mal was sein. Ja. Wir haben vorne trotzdem jetzt auch noch einen Notabschalter verbaut, weil das war eine Zumutung, was die Amerikaner da gemacht haben. Alles so gut gemacht und da, das ist nicht, anscheinend nicht die Welt der Amerikaner. Ja, nee, das können die nicht. Deshalb sind die amerikanischen Autos ja früher in Amerika selber auch sehr preiswert gewesen, weil die ja einfach irgendwie hingeschustert ja wurden. Du brauchst ja auch normalerweise über Spaltmaße keine Gedanken machen. Amerikaner, das weiß ja jeder. Hier ist noch ein Spiegel, das ist der einzige, was mich handelt. Der gehört da oben rein, habe ich gehört. Das ist ein Spiegel, den lege ich mal hier drauf. Der gehört hier rein, der ist sonst verspiegelt hier oben, die einzelnen. Na, das ist also auch toll gemacht. Ja. Fällt gar nicht so auf, weil durch die Farbe, die sich hier wieder reflektiert in dem... Ja, auch hier, dass du der gleiche Teppichverwendung findet in dem Scharnier. Also, das sind alles so filigrane Arbeiten. Würde normalerweise gar keiner drauf kommen und das machen. Auch da wiederum das Chevrolet-Emblem. Also ist wirklich jemand gewesen, der hat es nicht übertrieben, aber der hat wirklich viele, viele Dinge. Liebe zum Detail. Absolut, absolut. Diesen Einsatz haben wir dann gemacht. Ja. Weil der Teppichboden, der war nicht der schönste mehr. Ja, aber das ist doch nicht das die Golden Gate Bridge. Das ist die Golden Gate Bridge und die Kabelbahn. Nicht, die führt doch nicht in eine Hochhaussiedlung. Ja, aber natürlich nach Frankfurt, weil von San Francisco nach Frankfurt City. Ach, nach Frankfurt. Das er hat lange Jahre in Frankfurt gelebt. In Moi-Old Frankfurt. Okay, ja, dann da kann haben ich mir das dazu hab, gemacht. Ich habe nämlich die ganze angepasst. Zeit überlegt, ich denke, verdammt nochmal, die Golden Gate Bridge, die ist ja bekannt, aber die führt doch nicht in so ein Hochhaus-Ghetto. Ja, dann natürlich, dann hat die eine extreme Länge, das ist wohl wahr. Ja, was haben wir denn hier eigentlich jetzt? Also wir haben Infinity-Boxensystem, schon sehr gut, ja, sehr, sehr gut. Ist sehr gut. Aber ganz ehrlich, frag mich nicht so sehr danach. Ach so, okay. Das war nie mein Anspruch, das war damals schon verbaut. Ja, ach das so, Ganze. Okay. Also du hast tatsächlich, oder ihr habt lediglich nur die Platte gemacht, der Rest? Die Elektrik gemacht und die Platte hier. Die Endstufen und alles? Nein, das war alles verbaut. Ah, okay, ja, nö, dann ist okay. Das haben wir, ja. Weil ich höre zwar Musik, aber das ist da so... Ja, ich glaube, da, kannst, Welt. Du, da kannst du richtig Musik mithören. Kann man, ja. Kann man. Da können dann auch noch diverse andere, die wesentlich weiter wegstehen, auch noch gut Musik hören. Genau. Hier wieder, ne? Bis hier rein. Also klasse. Ja, aber ich wollte eigentlich gerade, ich habe hier gerade schon die Tür aufgemacht und ich war nicht so fasziniert davon. Ja. Und da haben wir hier auch noch, weil das finde ich auch genial. Warte, bevor du weitermachen kannst, schau mal hier. Hier ist auch noch mal mein Schatz.
Gut, ein bisschen Wahnsinn. Abgemagerter Schatz, aber immerhin auch. Aber, ja, aber allein die Arbeit. Allein die Arbeit, ja, in der Tierfalter. Auf der anderen Seite ist eine Piratin, ne, drin dann. Ja, das, ne, finde ich ja so faszinierend. Ne? Also habe ich in einem deutschen Auto noch nie gesehen. Janek, die muss nach vorne gehen. Nach da. Also ich kann hier von hier innen drin, kann ich nicht den Spiegel einstellen, sondern ich kann auch das Licht einstellen. Steht da dran. Ja, das ist der Suchscheinwerfer. Wenn du irgendwas gesucht hast, konntest du das. An, dann kannst du den auch anmachen. Aber der Uwe erzählt uns nochmal was hier zum Inneren des Autos. Wir haben ja hier eine Wahnsinnsmittelkonsole. Ja, die hat mit, ja, der, mit der Anlage. Hat aber der Erbauer selbst ich gebaut. Ich geh mal raus, weil sonst sieht der Janik nichts und du kannst ihm das jetzt gleich mal zeigen. Also die Mittelkonsole wurde da in Stockton gebaut. Die ist aus GFK komplett lackiert. Boxen verbaut drin, wie es sich gehört. Ja, damals gab es ja noch keine Mittelkonsolen bei Autos. Da war das nicht ganz das okay. Radio ist eigentlich nur noch die Blende, weil das Auto hatte keine Heizung. Dann haben wir hier Heizung mit eingebaut, hinten dran. Also jetzt hat das Auto eine Heizung, jetzt was es vorher nicht hatte. Jetzt hat das Auto eine Heizung und denn die Heizung musste, kannst du dann hier drüber über 3 Stufen einschalten. Aha. Also, beziehungsweise Fehler von mir, das ist der Scheibenwischer. Erste Stufe geht der, zweite Stufe dazu geht der auch mit. Ja. Weil wir wollten kein aufwendiges Gestänge reinmachen, da haben wir halt 2 Antriebe rein und auf einen Schalter gelegt. Auch nicht schlecht. Und hier geht die Heizung. Einmal ziehen, 2-3 Mal. Ja. Geht dann auch mit einer Lüftung. Die sitzt auch komplett da hinten dran. Und das Restliche ist der dann? Der ist da hinten dann raus für Scheibenfreien auch unten. Sehr gut. Und das Restliche ist hier? Das hier ist noch ein Vorführeffekt. Normalerweise geht der. Das ist nur noch Zierde. Das nur noch Zierde, ja. Halt, damit die alte erhalten bleibt. Schön. Die Blinkanlage wurde eingebaut natürlich. Ja. Hat der Choke? Nein. Hat er nicht. Sehr schön. Hat er nicht. Aber du hast ja die ganze Elektrik mal gemacht. Und was du mir gesagt hast, wie du mir das erste Mal hast du ja sogar einen Notaus reingebaut. Da haben wir hier unten, musst du 2 Schrauben abmachen. Da sitzt der komplette Sicherungskasten drunter. Ja. Und hier vorne. Also unter dem Sitz vorne kann man hier einfach vorne viel ist besser der Hauptschalter. Sehen. Da ist ein Hauptschalter, also wie so ein NATO-Knöpfen. Ja. Jetzt hat er angeschaltet. Und darüber kann er dann ausmachen. Ach, guck dir das mal an, Herr Janik. Ja, Suchscheinwerfer, wenn du irgendwas gesucht hast, Hausnummer. Guck mal, die kannst du so bewegen und die kannst du hier nochmal anders bewegen. Guck dir das mal an. Da kannst du der Frau heimleuchten. Zum Beispiel. Ja. Oder eine Hausnummer suchen. Wie oft fahren wir und suchen Hausnummern und siehst sie nicht? Ja, also den darfst du aber beim Fahren nicht einschalten. Also. Ist in Deutschland eigentlich verboten. Aha. Hier haben wir noch. Rechts der kleine Schalter ist der kleine Hupenschalter. Ich habe mich zumindest erschrocken. Und hier links ist dann Startknopf. Ja, die Elektrik war modifiziert und im Zusammenhang der Elektrik habt ihr ja sogar die Benzinpumpe modifiziert. Ja, statt eine mechanische, ich habe eine elektrische eingebaut. Ja, ganz genau. Ja. Weil er läuft besser dann. Sind jetzt auch im Moment gelaufen jetzt. 10 Kilometer neue Kerzen komplett drin, weil da war eine, warum auch immer, war kaputt plötzlich. Und ja, das Janik, ist zeig doch noch so mal weit den Innenraum. Ja, auch vom Polster her, das ist wunderbar, in einem tollen Zustand. Also, ja, mich sprachlos zu sehen, passiert selten, aber ich war wirklich baff, wie ich das Auto gesehen habe. Diese Arbeiten, guck mal, der Markus da, der guckt schon wieder die ganze Zeit auf die Mädels. Ne? Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also, wenn man ein bisschen Show haben will und will, man liebt ein bisschen aufzufallen, ist halt das Auto. Und wenn man natürlich Lust hat, auf Oldtimer-Treffen oder so Veranstaltungen zu fahren, ist das immer ein Hit. Und der wurde schon immer prämiert. Und der wird auch sicherlich weiterhin stark prämiert werden, weil das sucht seinesgleichen. Ja, das wird immer wieder die Leute umhauen, wenn man so ein Auto sieht, mit so viel Arbeit und. Wenn du damit neu das erste Mal auf irgendein Treffen kommst, wo es Prämierungen gibt, bist du immer dabei. Ja. Bloß ich selbst war nie da. Ja, muss man. Also ich war morgens da, dann musste ich heim, weil ich gesundheitlich nicht so fit war. Und dann, wenn du bleibst, kriegst du den Pokal, ganz klar. Nee.
Also das war mir es nicht wert, wegen der Gesundheit. Nein, nein. Man muss halt auch einfach sagen, der Uwe wird die Autos vielleicht gar nicht verkaufen, wenn er nicht ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ist. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das ist halt einfach so ein Thema, dass der Uwe sagt, Mensch, ja, tut mir irgendwo schwer, aber ich kann nicht mehr so, wie ich will. Und dementsprechend würden wir die Autos auch vermarkten und würden in den nächsten Tagen oder demnächst das Auto auch anbieten. Es kommt also sicherlich auf den Markt. Und ja, ist immer die Frage, ist der Yannick schneller mit dem Video oder wir schneller mit dem Auto? ja, der im Regen hier hingekommen ist, müssen wir jetzt nochmal Lappen legen, müssen wir ein bisschen schön machen. Ja. Und dann wird es Zeit, dass wir das Auto den Zuschauern der Öffentlichkeit zugänglich machen dürfen. Ich bin immer noch voll fasziniert, aus dem einfachen Grunde, der ist komplett durchkastenreist, aber der ist nicht aufdringlich dadurch. Nee, ist ja auch nicht. Du hast manche Modelle, da ist wirklich alles Mögliche gemacht, verarbeitet, aber der tritt direkt so auf, so, boah, hier kommen wir, wie nicht, aber der nicht. Genau, da ist wieder, auch das ist immer klasse, ne? Der hat sich überall was anderes einfallen lassen. Hier in der Türfalz ist wieder eine andere Malerei wie hinten. Und auch auf dem Handschuhfach sind Applikationen. Also Yannick, es wäre schön, wenn du noch mal so Detailaufnahmen machst für uns. Wir uns jetzt Bratwurst und Bier gönnen und in der Zeit kannst du ein bisschen arbeiten und ein paar Detailaufnahmen machen. Ich kann mich gar nicht lösen von der Schönheit, weil der ist wirklich so genial gemacht. Ja. Da ist die Batterie. Genau, da ist die Batterie hinter. Da ist das Beste, glaube ich, noch die Sitzbank, das Rückgeteil weg. Ja, da haben wir ja Mechaniker, ja. Unser Nelson, da ist, der ist da fit, der kann sich darum kümmern. Aber der Lackierer hatte Anstand. Der hat die hübsche Dame zwar mit dem Stinktanger ausgezeichnet, aber den Rest so ein bisschen bedeckt. Ja, da bleiben so dann die eigenen Illusionen bleiben dann offen. Ja, ne? Genau, richtig. Mega, mega. Ja, ich sag vielen, vielen Dank. Bitte gern. Für das Vorstellen solch einer Sensation. Und Yannick, du musst auf die Details eingehen. Auch wenn wir, wie gesagt, aus dem Regen kommen, guck hier draußen, wie es aussieht. Wir den noch nicht richtig ordentlich jetzt aufbereitet, haben wir wirklich nur mit dem Lappen abgewischt, damit wir hier heute überhaupt zeigen konnten. Aber dann war uns einfach wichtig, dass der Uwe vorbeikommt und mit uns zusammen das Auto vorstellt, weil das ist schon ein Stück Herzblut vom Uwe gewesen, das Auto, und auch vom Uwe seiner Frau. Also aber ja. Im nächsten Video zeigen wir euch das Lieblingsstück von dem Uwe seiner Frau. Also nicht den Uwe, sondern das Auto. Also in diesem Sinne, ich bin raus. Mein Name ist Michael Kapstein. Zu Gast unser Markus Niemann. Hallo. Und der Uwe. Vielen Dank. Denk an das Reserverad.